herzliches Willkommen zurück bei Red Devil TV nach der Partie 1. FC Kaiserslautern gegen die Eintracht aus Braunschweig. Und ja, Leute, zunächst einmal vielen lieben Dank für euren Support. Mein letztes Video kam ja relativ gut an bei euch. Danke für die Likes und auch ein Gruß an meine neuen Abonnenten. Danke, dass ihr meinen Kanal unterstützt. Hat mich sehr gefreut. Auch ein Aufruf an alle anderen. Unterstützt Red Devil TV mit einem Abo. Würde mich sehr, sehr freuen und würde mir natürlich dann extrem helfen zu wachsen. Und damit ein weiterer FCK-Kanal sich auf YouTube etwas ausbreiten kann. Das geht halt eben nur mit Abonnenten. So, Leute, an dieser Stelle auch noch ein Willkommen an die Braunschweiger-Fans. Beim letzten Video ist mir aufgefallen, dass der ein oder andere Braunschweig-Fan sich auf meinen Kanal verirrt hat. Natürlich sind auch gegnerische Fans hier willkommen, können gern mitdiskutieren und ihre Meinung dazugeben zum Spiel und so weiter und so fort. Das soll ja alles sportlich fair sein und ja. So, also, Kaiserslautern gegen Braunschweig, tja. Leute, ich habe es wieder mal vorhergesagt, ich muss echt anfangen zu wetten. Das Ergebnis, was zu 99% feststand, ist tatsächlich eingetreten. Wieder mal ein Unentschieden gegen Braunschweig, das 5. Unentschieden der 2. Liga von Betzenberg gegen Eintracht Braunschweig. 1:1, der FCK schafft es halt einfach nicht, gegen Braunschweig mehr wie ein Tor zu schießen. Braunschweig genauso übrigens. Entweder geht das Ding 0-0 aus oder 1-1. In der 2. Liga jedenfalls, klar, es gab auch mal einen 1-0-Sieg von den FCK oder ein 1-0 für Braunschweig. Das gab es auch mal, aber ansonsten geht das halt einfach immer 0-0 oder 1-1 aus. So auch heute. Okay, aber wir starten erstmal mit der ersten Hälfte und fangen wie immer erstmal vorne an. Die erste Hälfte waren die beiden Teams relativ auf Augenhöhe, wie ich fand. Ich persönlich habe Braunschweig etwas sicherer empfunden. Der FCK hat mir viel zu viele Fehler gemacht, viele Bälle ins Leere gespielt. Aus Positionen, wo man locker einen Einwurf für sich rausholen hätte können, haben sie dann Braunschweig einen Einwurf geschenkt und so weiter und so fort. Sehr viele Ungenauigkeiten, das hat mir nicht gefallen, das ging mir ziemlich auf die Nerven. Allerdings muss man auch hier dazu sagen, dass der FCK ganz klar die besseren Torchancen hatte, beziehungsweise einfach mehr Torchancen hatte. Allein schon Terrence Boyd hat 5-mal aufs Tor geschossen in der ersten Hälfte, aber es sollte einfach nicht sein, dass der FCK ein Tor erzielt. Und ja, dann ging es natürlich dann folglich mit 0:0 in die Pause. Und meine Fresse, die 2. Hälfte, da ging es dann richtig zur Sache. Also das hat dann richtig Bock gemacht, bis zum gewissen Punkt jedenfalls hat es richtig Bock gemacht. 52. Spielminute zu unserer Defensive. In dieser Situation braucht man, glaube ich, nichts zu sagen. Sie lassen Lauterbach durchspazieren, beziehungsweise ein schöner Pass auf Lauterbach, der rennt einfach durch und erzielt für Braunschweig in der 52. Spielminute das 0:1. Und das war natürlich schon ein richtiger Nackenschlag, denn der FCK war eigentlich gerade dabei, ein bisschen Druck aufzubauen. Und dann passiert sowas. Oh mein Gott, das darf nicht wahr sein. In dieser Situation muss man darüber diskutieren. War der Ball haltbar von Lauterbach? Spite sieht aus meiner Sicht ein bisschen unglücklich aus. Ich habe mich halt gefragt, warum zum Teufel fährt er die Arme nicht aus? Er lässt sich einfach fallen, hat er sich vielleicht von jemand anderem abgeguckt. Ich nenne jetzt keine Namen hier. Ja, sah ein bisschen unglücklich aus. Aber im Großen und Ganzen muss ich hier noch sagen, dass Beitsch ein starkes Spiel gemacht hat, aus meiner Sicht. Gute Vertretung für Lute. Hat man überhaupt nicht gemerkt, dass Lute nicht da war. Aber gut, meine Meinung ist Lute sowieso bekannt. Ja, hat in der ersten Hälfte einmal richtig gut gehalten. Und als er dann, ja, der geht ja immer so auseinander wie so eine Schere mit seinen langen Beinen, da spreizt er einfach alles weg. War schon gut, ne? Souveräner Auftritt, kann man sich wirklich beschweren. Also wir haben eine gute Nummer 2, weil es ist natürlich klar, dass Beitsch nicht nächste Woche in Hamburg spielen wird. Das wird natürlich wieder Lute im Tor stehen. Ja, das ist sehr gut. Und ja, okay. Naja, 0:1 für Braunschweig. Und dann dachte ich so, ja, das war schon bitter, aber ich war zu diesem Zeitpunkt sofort davon überzeugt, das geht nicht 0:1 für Braunschweig aus. Ich habe damit gerechnet, dass der FCK relativ gegen Ende noch ausgleicht. Kam nicht ganz so, der FCK hat ausgeglichen. Allerdings deutlich früher, wie ich gedacht habe. Nämlich in der 55. Spielminute. Boris Tomjak, ein
Das war mal richtig ein richtiger cooler Kopfball. Der ist ja auch in Zeitlupe ins Tor reingefallen. Aber Fejzić sah den Ball halt einfach ultra spät und dann kann auch er nichts mehr machen. Aber dieser Fejzić, ne? Alter, 36 Jahre, das ist ein sicherer Rückhalt. Meine Fresse, was der Dinger in der zweiten Hälfte rausgeholt hat. Auch schon in der ersten Hälfte, aber gerade in der zweiten Hälfte. Wow. Also, Andreas Lude, bitte anschauen und lernen. So hält man. Das ist ein sicherer Rückhalt. Genau das sind die Paraden, die mir von Lude so unfassbar fehlen in der Saison. Und ich weiß, dass es Lude eigentlich kann, weil man sich mal die Spiele aus den vergangenen Jahren anschaut. Aber er kriegt es halt bei uns einfach nicht hin. Keine Ahnung warum. Sein Vertrag läuft ja aus, hat nur ein Jahr Vertrag. Vielleicht will er einfach, wie gesagt, in Ruhe seine Karriere jetzt hier beenden. Aber das geht halt gar nicht. Wir brauchen einen Torwart, der Feuer hat, der Gas gibt. Ich würde immer noch Kral gerne im Tor sehen. Aber gut, egal. 1:1. Die Westkurve explodierte, Tomjak. Und dann ging es richtig ab. Dann, also, meine Fresse, der FCK hat dann richtig viele Tormöglichkeiten. Es ging aber auch hin und her. Auch Braunschweig war immer wieder gefährlich. Und ja, dann kam die 63. Spielminute. Das muss das 2:1 für den FCK sein. Terence Boyd nimmt den Ball an, wird am 16er, geht in den Strafraum, zieht ab, aber viel zu zentral. Schießt er aufs Tor und Fejzić ist halt wirklich unglaublich schnell unten und hält den Ball auch wirklich stark, aber der Ball war einfach auch zu zentral geschossen. Muss man so ganz klar sagen. Ach, das ist, ja, Boyd hatte so viele Möglichkeiten und hat kein einziges Tor erzielen können. Hat übrigens noch nie gegen Braunschweig getroffen. Das ist wieder so eine Negativstatistik, die eiskalt fortgeführt wird. Das ist zum Kotzen. Aber okay, kann man nichts dran ändern. Wenn man halt so ein Tor wie Braunschweig da hinten drin hat, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Das ist das, was dem FCK fehlt aktuell. So eine Nummer 1. Der hat den Braunschweiger den Punkt heute gerettet, hier in Lautern, das muss man ganz klar so sagen. Danach verflachte das Spiel so ein bisschen und dann gab es nochmal eine sehr kuriose Situation mit Philipp Clement, denn der sah nach einem Foulspiel die rote Karte. Doch, ich habe direkt gesehen, er hat doch erst den Ball gespielt und dann hat er Utschler getroffen. Ist das jetzt wirklich rot? Und tatsächlich, der Schiedsrichter ging nach draußen und hat sich das nochmal angeschaut und der Kommentator hat auch direkt gesagt, das ist keine rote Karte. Ich habe es genauso gesehen und der Schiedsrichter hat es dann auch so gesehen, hat seine Entscheidung abgeändert von rot auf gelb. Und das war vollkommen in Ordnung, richtige Entscheidung. Clement durfte auf dem Feld bleiben. Allerdings muss man dazu sagen, nach dieser Aktion lief ja mal gar nichts mehr beim FCK. Da habe ich mich richtig drüber aufgeregt. Ja, man hatte Braunschweig. Braunschweig war richtig eingekesselt von uns quasi. Unfassbarer Druck vom FCK. Hätten sie so weitergemacht, hätte der FCK das Ding gewonnen. Davon bin ich zu 100% überzeugt. Stattdessen machen sie gar nichts mehr. Fehlpässe, schlampige Ballannahme. Der eingewechselte Herrscher war ein Totalausfall. Redondo fand ich heute auch richtig schlecht. Also, wow. Ich kann es nach wie vor auch nicht verstehen, dass Wunderlich nicht von Anfang an spielt. Der Mann fehlt auf dem Platz. Mit seiner Kreativität, mit seiner Torgefahr und mit seiner Erfahrung fehlt er einfach auf dem Platz. Und es braucht bei keiner jetzt zu kommen mit dem Spruch, ja, der ist ja schon alt. Das ist scheißegal. Er hat so viele Spiele von Anfang an gemacht. Er wird dann halt in der 60, 70 Minuten ausgewechselt. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber der gibt Gas, der kämpft, der ist so torgefährlich. Und ich, ganz ehrlich, ich fand er Wunderlich, als er gespielt hat, deutlich besser als Clement bis jetzt. Ne? Also Clement war heute so, naja, mittelmäßiger Auftritt und nach der roten Karte, die er ja dann nicht bekommen hat, aber danach, der war ja völlig von der Rolle. Da ist ja gar nichts mehr gekommen. Das war eine Vollkatastrophe. Oh, das hat mich richtig aufgeregt. Die ganzen Wechsel verliefen im Sand. Es ist nichts mehr bei rausgekommen. Bis in der 93. Spielminute. Der eingewechselte Shifchi zieht ab und ja, da ist halt wieder dieser Fejzić. Eine Mega-Parade. Der wäre neben dem Posten eingeschlagen, genauso wie Tomjaks Tor. Ganz knapp neben dem Posten wäre er ins Tor reingekullert, dieser Ball. Aber dieser Fejzić hält das Ding halt wirklich spektakulär. Und ich kann es nur wieder sagen, das ist ein Torhüter. Der Mann kann was. Wow.
Was für Paraden. Leider, muss ich sagen. Aus lauterer Sicht natürlich leider. Und ja, Leute, so haben wir halt wieder das Standardergebnis auf dem Betzenberg. Erster FC Kaiserslautern gegen Eintracht Braunschweig. Wieder mal ein Unentschieden. 1:1. Das ist das 5. Unentschieden in Folge für den FCK. Der Punkt tut natürlich dem FCK etwas besser als Braunschweig. Weil, ja, der FCK ist nach wie vor auf Platz 7 mit 15 Punkten. Also eigentlich relativ im gesicherten Mittelfeld. Und Braunschweig ist auf Platz 16 mit 9 Punkten. Also die haben den Relegationsplatz genauso wie vor dem Spiel. Aber wenn ich dran denke, wo der FCK stehen könnte, wenn die nicht so manchmal sich so blöd anstellen würden. Alter. Aber Thomas Heng hat es vor dem Spiel richtig gesagt. Wir sind Aufsteiger. Und wenn wir diese Fehler, die wir machen, und diese ganzen unnötigen Gegentore nicht kassieren würden, dann wären wir eine Spitzenmannschaft. Und dann sagt er halt aber irgendwas, das ist ja aber, das wäre ja, ich weiß gar nicht, wie er gesagt hat, unrealistisch oder irgendwas. Nee, es ist nicht. Es ist nicht unrealistisch. Warum soll ein Aufsteiger keine Spitzenmannschaft sein? Das hat es schon oft genug gegeben. Das ist Blödsinn zu sagen, wir sind Aufsteiger, wir dürfen gar nicht da oben dabei stehen. Das ist Blödsinn. Ein bisschen mehr Glück, ein bisschen besser verteidigt und der FCK wäre ganz oben dabei. Vollkommen egal, ob das unsere Ansprüche sind oder nicht, aber es wäre halt einfach mal Fakt. Ne? Also nicht immer alles so kleinreden. Mein Gott, der FCK, was heißt der FCK? Viele Mannschaften, die aufgestiegen sind, sind auch schon durchmarschiert. Das ist nicht so unrealistisch. Nur weil man es halt immer wieder sagt und alles ist so schlecht und was weiß ich. Also ich meine, ich finde es ja gut, dass sie Demut üben. Das ist ja absolut richtig. Aber es könnte auch besser sein. Und das kann man auch ruhig sagen. Da kann man auch dazu stehen. Weil, wie gesagt, Aufsteiger können auch durchaus eine Spitzenmannschaft sein. Hatten wir oft genug schon gehabt. Aber, ja gut. Im Großen und Ganzen kann ich sagen, ich bin schon zufrieden. Ich meine, es ist halt das 5. Unentschieden Folge. Das ist schlecht. FCK tritt damit auf der Stelle. Ich glaube, wir sind schon seit Wochen auf Platz 7, oder? Ich glaube, 7, 8 ist so unser Tabellenplatz seit, weiß ich, wie vielen Spieltagen. Der FCK hat halt nicht mehr gewonnen seit Kräuter Fürth. Das ist ein Riesenproblem. Und nächste Woche geht es jetzt zum HSV. Vom Grundprinzip muss man sagen, in Hamburg kann man froh sein, wenn man einen Punkt mit nach Hause nimmt, ne? Aber ich würde das auch nicht so unterschreiben. Also Hamburg ist gerade zwar ultra gut drauf, auf Platz 1. Sie haben 24 Punkte, aber Hamburg ist natürlich auch bekannt, dass sie durchaus mal für Patzer zu haben sind und der FCK ist Aufsteiger und gegen Aufsteiger hat der HSV durchaus mal den einen oder anderen Patzer drin, ne? In den letzten Jahren. Das ist passiert immer wieder und der FCK ist eine gute Mannschaft. Wir könnten eine sehr gute Mannschaft sein, aber ja gut, wir wollen ja nicht abheben. Und also Hamburg muss schon aufpassen. Wenn der FCK ein gutes Spiel abliefert, wird es Hamburg sehr, sehr schwer haben. Also ja, die Hamburger rechnen natürlich rechnet jeder Hamburger jetzt mit einem Heimsieg, dass es genauso weitergeht. Und aber Umkehrschluss, das hat der FCK früher auch gehabt. So oft hatte der FCK, als wir noch um den Aufstieg in die Bundesliga mitgespielt haben, vor dem Abstieg in die dritte Liga, in den Jahren zuvor, da hat der FCK auch sehr oft Spiele gewonnen. Und dann kam irgendeine Mannschaft, Aufsteiger oder irgendeine Mannschaft, die unten rumgedümpelt ist. Und der FCK hat es einfach verhunzt, manchmal sogar verloren gegen solche Teams, ne? Und der HSV ist genauso. Also, liebe Hamburger, falls ihr das hier seht, seid euch noch nicht so sicher, dass ihr das Ding gewinnt. Mein Tipp ist ja wieder mal ein Unentschieden, aber ich habe auch irgendwie so das Gefühl, da ist eine Sensation vielleicht möglich. Man weiß es nicht, das wäre halt so typisch FCK. Es wäre so typisch FCK und auch typisch Hamburg, wenn der FCK in Hamburg gewinnt. Also, nächste Woche, 20.30 Uhr, am Samstag geht das Spiel los und ja, dann wissen wir's. Ja, das Vorberichtsvideo zum Hamburg-Spiel wird, ja, es ist halt wieder zeitlich, bei mir ist wirklich schwer, wird so abends, beziehungsweise, nein, das heißt abends, es wird nachts kommen, freitags, nachts, beziehungsweise samstags, morgens, irgendwann wird es dann erscheinen, wenn es fertig ist. Und ich denke, dass Video nach dem HSV-Spiel. Wenn alles gut geht, setze ich mich direkt dran nach dem Spiel am Samstagabend. Dann wird es halt irgendwann im Laufe des Abends erscheinen. Das dauert halt 2 bis 3 Stunden, bis es fertig ist. Also wird es wahrscheinlich schon Sonntag sein, bis es erscheint. Wie es halt klappt. Vielleicht erscheint es auch erst sonntags mittags. Mal schauen, wie ich Zeit habe, wie das alles klappt. Ja, so viel zu diesem Thema. Das war's von meiner Stelle. Vielen lieben Dank nochmal an euren Support. Ich kann es nur wieder sagen, Dankeschön, dass ihr euch meine Videos anschaut. Und ja, Leute, meine Stimme ist schon völlig im Arsch.
Ich bin ganz schön heiser, auch wenn man es, glaube ich, kaum hört. Ich versuche mich echt hier zusammenzureißen, dass das hier reibungslos über die Bühne geht. Knapp 17 Minuten habe ich jetzt aufgenommen. Ich muss ein bisschen was rausschneiden, wo ich mich verhaspelt habe. Aber ansonsten passt das. Gut, Leute, dann wünsche ich euch ein schönes Restwochenende. Einen ganz wunderbaren Feiertag morgen. Ich bin so froh, dass morgen Feiertag ist, mein Gott. Und wir hören uns dann nächste Woche zum Vorberichtsvideo zu der Partie Hamburger SV gegen den 1. FC Kaiserslautern. Bleibt alle gesund. Ciao, haut rein, Leute.